Also ich habe das Rauchen begonnen, kurz bevor ich 16 Jahre alt war, in der Schule. Das war vor 30 Jahren, im Sommer, mit einer Freundin. Ich bin in die Handelsakademie gegangen und mit 15, 16 Jahren habe ich zum Rauchen angefangen. Es war einfach einmal so probieren. Rauchen war halt cool damals. Und das Probieren ist dann immer mehr geworden. Irgendwie bin ich da mehr oder weniger reingeschlittert. Mich stört am Rauchen, dass es vor allem so ungesund ist. Es stinken die Klamotten, es stinken die Haare, es stinkt einfach alles. Ja, der Gestank, die Kosten, es sind etliche Faktoren, es ist ungesund. Diese Abhängigkeit hat mich furchtbar geärgert. Der Gestank. Dass du eigentlich wirklich gefangen warst von der Zigaretten und definitiv ein Abhängiger bist von der Zigaretten. Und dass man im Prinzip ja, der Sklave wird von einer Sucht. Nein, ich wollte das nicht mehr. Das hat alles zusammengespielt, um dann schlussendlich den Entschluss zu fassen, jetzt ganz aufzuhören. Das haben wir doch so und das machst du jetzt, das probierst. Du verlierst nichts, du kannst nur gewinnen. Für mich war definitiv die Initiative von den vier Firmen, sprich auch von meinem Arbeitgeber, vom Magistrat Salzburg, der ausschlaggebende Grund, dass ich mit dem Rauchen, wobei ich jetzt seit einem Monat nichts mehr rauche, dass ich das beende, das Rauchen. Die rauchfreie Initiative der Fachhochschule Salzburg hat mir insofern geholfen, dass es natürlich gut ist, wenn man sieht, dass der Arbeitgeber einen da unterstützt. Also ich hätte sicherlich mich nicht mit den Gedanken getragen, wenn es nicht die Aktion so gestartet worden wäre. Naja, also das Nichtrauchen hat sich bei mir so ausgewirkt, dass ich mir doch einiges an Geld spare. Positiv fällt mir einfach auf, dass ich muss nicht mehr so oft mein Gewand waschen. Das sind einfach so Dinge, so Kleinigkeiten. Also wenn ich nur eine Sache nennen könnte oder kann, dann genieße ich am allermeisten den Leistungstest bei meinem Internisten alle 2 Jahre. Diese Beschaffungskriminalität in der Nacht Zigaretten kaufen gehen, gibt's nicht mehr. Und jetzt kann ich sozusagen auch die Pausen besser einteilen, weil früher hat die Zigarette meine Pause bestimmt und heute bestimme ich meine Pausen selbst. Zum Rauchen aufhören kann ich nur sozusagen raten, möglichst gute Alternativen, möglichst gute Ersatzhandlungen, möglichst ein gutes Sicherheitsnetz sich zu überlegen. Selbst wenn es beim ersten Mal aufhören nicht funktioniert, immer beharrlich dranbleiben, sich die positiven Seiten bewusst machen, wie befreiend dass es ist, Nichtraucher zu sein. Für mich ist so, je lockerer dass du an die Sache herangehst, je weniger Druck du machst, oder rauchen lässt, desto besser ist. Nur weil es jemand will, dass man Rauchen aufhört, soll man es nicht machen. Ja? Man soll sich selber bewusst dazu entschließen. Das ist für jeden anders. Und was für mich gut ist, mag vielleicht für einen anderen ganz falsch sein. Aber ich glaube, das kann ja jeder. Versuchen kann es ja jeder auf alle Fälle.